Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Kristall. Wir sind hier in Orania City angekommen. Team, alles super, ne? Ja, wunderbar. Und ja, im letzten Part haben wir ja schon Misty herausgefordert. Und in diesem Part machen wir direkt die nächste Arena hier in Orania City. Dazu müssen wir den Zerschneider hier einsetzen. Müssen nicht, ich könnte auch einfach daneben hinsurfen, aber wir machen das so, wie sich's gehört. So, was haben wir denn hier? Pokémon Arena von Orania City, Leitung Major Bob, der blitzschnelle Amerikaner. Okay. Da sind wir schon. Hallöchen. Hey du, Champion Spee, dieses Mal hattest du Glück. Major Bob ist sehr vorsichtig. Er hat überall in der Pokémon Arena Fallen aufgestellt, aber die Fallen funktionieren nicht. Du wirst Major Bob problemlos erreichen. Funktionieren. Naja, ja, ich verstehe schon. Ja, die Fallen gibt's hier nicht. Das ist richtig. Gab's davor, aber jetzt halt nicht. Da haben wir Glück. Wir können ihn theoretisch einfach erreichen. Nein, hier ist nur Müll. Nein, hier ist nur Müll. Naja, aber trotzdem gibt's hier Trainer und die fordern wir natürlich trotzdem heraus. Ich werde dich fertig machen. Du wirst gleich einen Schlag bekommen. Und ich glaube, das waren schon genug Andeutungen. Major Bob ist... Also halt die Arena von Orania City ist eine Elektro-Arena. Jongleur Ignatz setzt Elektroball ein. Yay. Und dafür haben wir unser Morlord. Das ist perfekt dafür geeignet. Ja, aber Raikou nicht. Ruckzucki! Ja. Okay. Was war das? Ich dachte, es hat geklingelt. Ich glaube nicht. Okay. Sehr schön. Elektroball ist schon mal weg. Noch ein Elektroball. Das ist ja herrlich. Jetzt setzen wir aber Morlord ein, ne? Siehe da, das kann man auch eh ein bisschen trainieren. Ist 52. Ja, herrlich. Komm zurück. Los, Molchi. Zeig's ihm. Außer es kann Finale. Ich hasse Finale. Es kann bestimmt Finale. Ich kann trotzdem Erdbeben. Ja, so sieht's nämlich aus. Ja. Das war's. Und er hat wahrscheinlich noch Elektroball und noch eins und noch eins und noch eins. Ja. Natürlich. Schaffe ich's zu Major Bob? Es sind drei Leute hier wahrscheinlich, ne? Ach was, das kriegen wir hin. Natürlich, was da los? Klar, was ist denn das? Wie konnte ich nur daran zweifeln? Sehr gut. Wenn es in dem Tempo weitergeht, haben wir Kristall endlich demnächst durchgespielt, würde ich mal sagen. Ja, ich habe da mal nachgeguckt, ne, wann der erste Part kam. Das ist auch schon wieder ein halbes Jahr ungefähr her. Heftig. Gut, es gab dazwischen noch eine Pause irgendwie, glaube ich. Ja, doch. Und ja, weil da glaube ich mein PC-Schrott war. Ich glaube, das war da noch. Ne? Ich glaube, ja. Aber trotzdem, weißt du, halbes Jahr ist schon ein bisschen und auch über 100 Parts jetzt, ja, da dürfen wir dann schon bald zum Ende kommen. Da ist, glaub, keiner böse. Ah, ich stand zu sehr unter Strom. Oh, jetzt habe ich voll Hunger. Scheiße. Egal, ich nehme hier trotzdem noch auf. Lass dir den Sieg über mich nicht zu Kopf steigen, Major Bob ist stark. Ich mache hier trotzdem weiter, ne? Mach da noch, keine Ahnung, ein paar Parts, bevor ich was esse. Ich habe heute noch nichts gegessen. Das ist sehr interessant. Muss ich echt mal machen nachher. Aber jetzt hier erstmal Arena weitermachen hier, ne? Keine Pause! Du willst Major Bob besiegen? Dann musst du erst an mir vorbei. Und ich habe Raikou wieder nicht ausgetauscht. Ich bin so ein verpeiltes Irgendwas. Das gibt's doch gar nicht. Ah, Gentleman Alfred, Hallöchen. Oh, Pikachu, süß. Oh, hätte ich fangen können in Alabastia. Irgendwo da. Aber es ist verdammt selten. Aber ich hätte es fangen können. Oh Mann, ich will ein Pikachu haben. Scheiße. Oh Mann. Ja. Muss ich mir echt noch fangen irgendwann. Wie Pikachu. Na, müde bin ich auch noch, ganz toll. Molchi, los geht's, du bist dran.
Erdbeeren. Ja. Oh, Erdbeeren. Oh, das fährt's lecker, ja. Mit Schlagsahne. Lecker! So. Gentleman Alfred, vielen Dank für diesen Kampf. Ich habe versagt, Major Bob, es tut mir leid. Warum auch immer er einen Gentleman hier in der Arena hat. Als ich noch bei der Armee war, hat Major Bob mein Leben gerettet. Du warst bei der Armee? Krass, und jetzt bist du ein Gentleman, Alter, okay. Ja, gut. Interessant auf jeden Fall. So, jetzt aber Molchi hier, zack. Das ist auf jeden Fall Molchis Tag heute. Steht total im Fokus. Major Bob hat mein Talent für Elektro-Pokémon erkannt. Glaubst du, du kannst mich besiegen? Ja, ich muss ja wohl. Ne? Ja. Was? Ein Gitarrist? Okay. Krass. Okay. Sah interessant aus. Dann setze ich mal den Surfer ein. Ach man, entschuldigt. Das gibt's ja nicht. Na, ich habe eigentlich lang genug geschlafen, was sollen, und ich hasse es. So. Magnetilo nochmal. Yay, Kennen wir ja nicht schon. Ah, das da. Reicht Stärke auch? Ich glaube nicht. Ist eine normale Attacke, ich denke nicht. Ja. Ultraschall. Aha. So, fertig. Ultraschall, hä? Da hat er wohl in den Körper von Mordred geguckt. Ach was, keine Ahnung. Ultraschall, weißt du Bescheid? Keine Ahnung. Ach, ich bin auch zu müde für irgendwelche Flachwitze. Oh Mann. Vergiss es. So. Schön. Kümmern wir uns einfach ums Wesentliche hier. Major Bob. Gleich bin ich bei dir. Warte noch. Der hat hier noch einen Voltoball. Das muss ich erst noch besiegen. Dann bin ich bei dir. Ja, dann holen wir uns einfach den nächsten Orden und dann hat sich's. Oh, ich kann nicht mehr viel von meinem Erdbeben einsetzen. Dann mache ich halt Surfer. Das passt schon. Nintendo. Am Cube. Steht hier auf meinem Controller. Nintendo GameCube. Ja. So, Joe. Oh, wie schockierend. Wunderbar. Wenn die Fallen der Trainer funktionieren würden, wärst du schon längst hinüber. Okay. Hier ist Major Bob. Da ist er. Und ja, fordern wir ihn einfach mal direkt heraus. Los geht's. Machen wir hier keine langen Dingsels. Major Bob. Hey, du Windelpupser! Das muss ich dir lassen. Es ist nicht sehr weise, mich herauszufordern, aber es ist mutig. Wenn es um Elektro-Pokémon geht, bin ich die Nummer 1. Ich habe das Schlachtfeld nie als Verlierer verlassen. Ich grille dich, wie ich es mit meinen Feinden im Krieg tat. Na dann los, Major Bob, dann zeig mir, was du drauf hast. Cool. Leiter Major Bob möchte kämpfen und er setzt einen Reitschuh ein. Boah, er geht schon direkt aufs Ganze hier mit seinem Reitschuh. Level 44. Da habe ich ein Erdbeben. Oh, ruckzucki. Hey. Ja, Major Bob. Der war ja im Krieg. Man weiß aber nicht, was für ein Krieg das genau war. Das ist, ganz interessant. Elektek, hey. Okay, Moment. Ja, Surfer passt schon, oder? Oh, Lichtschild, okay. Moment, ich hatte doch da hier irgendwas ein bisschen Geschichtliches von Major Bob irgendwo eigentlich, oder? Irgendwo? Irgendwas? Irgendwie? Irgendwas. Lol, es hat einfach nicht gereicht. Egal.
Ja, keine Ahnung, kann euch gerade nicht so viel dazu sagen. Ich hatte da noch irgendwas bisschen im Kopf, aber jetzt gerade, nee, ich weiß es nicht. Na. Oh, er ist der einzige Charakter, dessen Nationalität bekannt ist. Er ist Amerikaner, ja gut. Ja gut, und es ist das einzige Mal, dass in der Pokémon-Welt das Militär erwähnt wird, ja. Schon. Ja gut, mehr kann ich euch gerade nicht sagen. Muss ich mich erst wieder reinlesen und alles. Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, so ein bisschen weiß man über den Krieg ungefähr und ach, keine Ahnung. Aber ich weiß es gerade nicht. Aber wir haben ja nochmal die Chance, gegen ihn zu kämpfen. Da kann ich euch das ja nochmal erzählen. Zum Beispiel in Feuer, Rot, Blatt, Grün. Und später sogar nochmal in Soul Silver oder so. Also von dem her. Da kann ich mir wieder das Wissen aneignen. Dann kann ich euch das wieder verzapfen. Ja. Ich setze bewusst kein Erdbeben ein, denn ich brauche es noch für ein paar andere Pokémon höchstwahrscheinlich. Okay. Auf jeden Fall weiß ich noch, dass es ein sehr spannender Kampf, sehr emotionaler Kampf im Anime war. Das wäre sehr... Das weiß ich noch. Oh ja. Das war ja sogar da... Oh ja, das war wirklich sehr traurig und alles. Das war ja sogar... Oder das war der Kampf, wo Ash... Also wo Pikachu dann voll im Krankenhaus war und Ash sogar in Erwägung zog, Pikachu mit einem Donnerstein weiterzuentwickeln. Und so, das war sehr traurig alles. Es müsste der Kampf gewesen sein, ja. Voll krass. Setzt Elektroball ein. Sollen wir mal tauschen? Weiß nicht. Nee. So, das wird schon reichen hier, Erdbeben nochmal. Und was hat er noch? Das ist ja schon sein vorletztes Pokémon, oder? Zack, Level 54, so wollte ich das. Sehr schön. Ja, jetzt kommt sein letztes. Es ist noch ein Elektroball. Hey, wow. Okay, gut. Dann hole ich jetzt Flamme raus. Komm, was soll der Geiz? Seine stärksten Pokémon sind schon längst hinüber. Das waren dann wohl Electek und Raichu. Und Raichu ist sein Marken-Pokémon sozusagen. Es gehört dann einfach zu ihm und so. Ich packe ja so immer die Marken-Pokémon von den Arena-Leitern immer auch aufs Thumbnail. Und das mache ich jetzt natürlich auch wieder, ne? Da kommt Raichu dran und dann fertig. So, zweimal Sternschauer. Tatsächlich, das reicht. Wow. Verblüffend. Level 55. Dankeschön. Und das war der Kampf gegen Major Bob. Schön. Zeitlich genau passend. Na, du bist stark. Okay, Wicht. Du erhältst den Donnerorden. Dankeschön. Der Donnerorden erhöht den Initiativewert deiner Pokémon. Du darfst stolz darauf sein, mich besiegt zu haben. Hörst du? Ich höre. Ich habe gehört. Und tschüss. Wir haben den dritten Orden hier in Kanto. Yay, ging echt schnell. Puh, das war ein elektrisierendes Erlebnis. Das hat meine Nerven sehr strapaziert. Dann ruh dich mal aus, ne? Alles klar. Das war der Kampf hier in... Alter, wirklich? Wirklich? Dein Ernst? Was, wir haben noch keinen Tentacher? Okay, das ist auch sehr interessant. Ja, vielleicht fange ich es mir ja jetzt mal schnell. Warte mal. Okay, dann fange ich es jetzt. Wenn wir es eh noch nicht haben... Oh, es ist sogar eingefroren jetzt. Das ist ja perfekt. Gut, dann hier habe ich keinen normalen Pokéball oder so. Nein. Oh. Ja, dann Superball. Los geht's. Wow, was war das für ein Krach? Irgendwas da draußen. Weiß nicht. Da haben wir ja schon seit 1000 Jahren irgendwelche Bauarbeiten da draußen. Tentacher wurde gefangen. Yay. Uhu, ja. Okay, los geht's. Was steht denn da? Qualle. Wenn es auf den Wellen treibt, setzt es seine giftigen Tentakel ein, um alles zu berühren. Hä? Okay. Ja gut.
Sehr schön. Dann haben wir jetzt einen neuen Orden und ein neues Pokémon. Und damit würde ich sagen, danke fürs Zusehen. Dann sehen wir uns beim nächsten Part wieder. Da geht's dann nach... Nach Prismania? Oder? Ja, ich glaube nach Prismania City. Hier. Wo ist es denn? Oh, diese Karte, ja, oh, super. Oh, ja, genau. Hier, nein, oh, diese Karte ist dumm. Hier, Prismania City und dann nach links, nach unten, nach Fuxania da unten und, genau. Dann nach Safronia und dann wieder nach Fuxania und dann zur Zinnoberinsel und dann nach Vertania und dann zur Pokéliga. So sieht's aus. Okay, also bis zum nächsten Mal. Danke, tschüss. Euer... Game Tricks.